Am 15.04.2024 gegen 17.30 Uhr stürzte aufgrund eines Sturms in Bonn ein großer Ast zwischen den Haltestellen Olaf-Palmer-Allee und Ollenhauer-Straße auf die Oberleitung der Stadtbahn. Mithilfe des Turmtriebwagens der Stadtwerke wurde er beseitigt. Währenddessen fuhren die 16 und die 63 nur bis Häuserlee und die 66 über die Kennedy-Brücke weiter zum Bad Honnef. Wurde eingerichtet. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video von mir anschaut.